I hope you are fine with that, because we have three German-speaking nations in the final that we are doing a little bit more in German. Also, liebe Leute, da wir eine deutschsprachige Paarung haben, hoffentlich werden wir beeinflussen, dass wir etwas mehr Deutsch sprechen. Und wir freuen uns, dass es zu diesem Traumfinale gekommen sind. Und zunächst wollen wir mal schauen, wo die Fans beider Mannschaften sind. Wo sind denn die Fans aus Österreich? Wo die Fans bei der Lage
unterstützen. Das Spiel wird auch im Internet, im Fernsehen live übertragen. Unter radio-dornamax.de könnt ihr das Ganze im HD, glaube ich, sogar sehen. Und vielleicht erzählt ihr es euren Freunden noch mit den sozialen Netzwerken, dass ihr heute das Finale der Sparkassen-U19-Europameisterschaft stattfinden wird. Also radio-dornamax.de. So, wir bringen die Zeit, bis das Team Österreich dabei ist, und begrüßen auch eine Gruppe von Menschen, die auch in diesem Bereich sehr wichtig sind. Und zwar begrüßen wir mit einem großen Applaus die Schiedsrichter-Crew des heutigen Tages. Dann sind wir, glaube ich, soweit. Wir sind bereit und begrüßen den Titelverteidiger und mehrfachen Europameister. Herzlich willkommen in Dresden. Hier ist das Team to listen to the national anthem of Germany.
Wenn dieses Spiel, was jetzt folgt, nur ansatzweise so gut wird, wie die Stimmung schon Minuten vor dem ersten Kickoff ist, hier im Stadion im Heinzfeld in Dresden, dann kann das nur gut werden. Willkommen bei Radio Monarchs, willkommen beim Finale der Junioren-Europameisterschaft in Deutschland 2015 in Dresden, hier im Heinz-Steyer-Stadion. Wir haben die ersten Minuten erlebt, wir haben den Einmarsch erlebt, die Österreicher wieder in Formation und sich aufputschend und aufshakend, die Deutschen in einem Pulk mit ordentlich Wortwechsel haben sie begrüßt hier beim Einmarsch. Das war wunderbar. Ich begrüße alle Football-Freunde hier bei diesem Stream zusammen mit Thomas, Nicola, ich bin Hendrik. Wir sind hier bei Radio Monarchs. Willkommen alle drei zusammen. Hallo. Wir erleben Deutschland gegen Österreich pünktlich wie schon beim Spiel um Platz 3. Beginnt es zu regnen, noch bevor das Spiel anfängt. Das wird uns ein bisschen begleiten bei diesem Finale. Die Wetteraussichten sind nicht besonders rosig, aber wie gesagt, wir erwarten ein umkämpftes Spiel. Österreich, der Titelverteidiger, Titelträger bei den letzten beiden Finals 2011 und 2013 jeweils gegen Frankreich gewonnen. Und nun der Gegner Deutschland, die wiederum ihrerseits 2008 zum letzten Mal Europameister gewesen sind oder geworden sind. Und die wollen das natürlich hier vor heimischer Kulisse werden. Heimische Kulisse, wenn ich das sage, vielleicht so, na, so ein bisschen mehr als 1000. Gut verteilt, deutsche Fans, österreichische Fans. Also es wird laut. Die beiden Herren links und rechts neben mir haben die Halbfinalspiele hier live im Stadion verfolgt. Ich habe nur den Stream gesehen. Wer ist favorisiert, Nicola? Puh, schwer zu sagen. Also auf jeden Fall hat Deutschland einen besseren Eindruck gemacht als bei der letzten Europameisterschaft. Von daher gehen wir mal davon aus, dass es enger wird. Sie haben das System komplett umgestellt. Während es hier jetzt richtig anfängt zu schütten, das sieht man auch im Stream, es fallen jetzt richtig Wassermassen runter. Übrigens keine Gefahr, dass hier abgebrochen wird. Der Platzwart ist aber relativ kulant. Es ist auch nicht das erste Spiel, das bei dem Wetter hier stattfindet. So ist das, ja. Von daher, wir sind gespannt. Schlüssel wird sein für Deutschland. Können sie das Laufspiel so gut etablieren wie gegen Frankreich? Wenn ja, dann haben wir hier ein Spiel. Wenn nicht, dann könnte es aber auch ein langer Tag werden. Thomas, wie siehst du das? Ich sehe es genau so oder ähnlich wie Nicola. Ja, die Deutschen haben sich gesteigert im Vergleich zum letzten Turnier. Bei den beiden Spielen, ja, haben sie mich eigentlich gleich gut überzeugt. Die Österreicher haben vielleicht den kleinen Vorteil, dass sie diese Mercy-Roll hatten und deshalb natürlich nicht ganz so belastet waren. Die hatten auch das ehere Spiel, also ein bisschen längere Generationsphase. Aber das soll in keiner Weise eine Ausrede für irgendwas sein, was vielleicht kommt. Beide Teams sind soweit fit und gut gecoacht, denke ich mal. Insofern... ich denke mal, ich spiele auf Augenhöhe und wir dürfen uns, denke ich, auf ein sehr gutes, ja, hochgradig, sportlich, tolles Footballspiel freuen. Dein Wort in alle Gehörgänge, Gottes Gehörgang halte ich hier mal raus, der ist offensichtlich kein Football-Fan. Nee, der ist irgendwie gegen uns gerade, ja. Aber gut, wie gesagt, das haben wir beim Spiel um Platz 3 hier vor ein paar Stunden auch schon gehabt und es wurde trotzdem ein schönes, ansehnliches Spiel daraus. Also warum soll das jetzt nicht der Fall sein? Wir haben den Coin-Toss gesehen. Naja, komm, ansehnlich insofern. Ja. Ich darf das kurz für die übersetzen, die das kleine Finale nicht hier beim Stream erlebt haben. Nicola ist dezent formuliert sehr enttäuscht vom Spiel der Franzosen gewesen. Das Team der Dänen hat souverän gewonnen, hat den dritten Platz sich geholt. Überragend, berauschend war es auch nicht. Aber ich sag mal, ansehnlich fand ich es trotzdem. Egal, Cointos haben wir gesehen. Deutschland wird kicken in diesem Finale um die Krone in Europa bei den Junioren. Österreich wird receiven. Ja, und Kicker bei Team Deutschland ist schon wie in den anderen Spielen, also gegen die Schweiz und auch jetzt gegen Frankreich, die Nummer 96, Paul Jung. Sandro Platzkummer, einer der Running Backs der Österreicher. Und der Mann mit der 13 ist bei mir, Romet Zangerle, sind die Returner für Österreich. Kick ist unterwegs, das Finale läuft. Squib Kick auf der Nummer 15-Yard-Linie. Und jetzt da ist Platz für den Returner, aber wird dann doch gestellt an der 29. Eben bei den Hymnen durchgezählt, beide Teams 45 Mann gedressed, das heißt, alle sind fit. Keiner hat sich im Halbfinale verletzt, wer sich gewundert hat, wer der 46. ist, wer den bei den Deutschen stand in Zivil. Das ist der Receiver Maurice Fürbacher von den Mannheim Longhorns, hat sich vor ein paar Wochen das Kreuzband gerissen, wäre Teil des 45er Kaders gewesen. Wird am Dienstag operiert, ist aber heute nochmal da und darf in der Teamzone stehen. Okay. Gute Besserung an dieser Stelle. Erster Versuch und 10 für Team Österreich. Und ihr hört es im Stream im Hintergrund. Es ist unglaublich laut. Die Fans sind hier unterm Dach im Heinzfield und machen entsprechend so verstärkt nochmal ordentlich Krach. So, jetzt Team Österreich. Erster und 10 an der eigenen 30. Quarterback, der Österreicher Bernhard Zajkowicz, übergibt den Ball an seinen Running Back. Und da ist überhaupt keine Lücke.
Das ist Raumverlust. Wir erleben gleich den zweiten Down und dann 11 Yard zu gehen. Die zusammengezogene Trikotnummer, waren das die 35? War das der Running Back oder? Nee, der Tackle. Das war das 47. Das habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, die Deutschen scheinen heiß zu sein. Also richtig heiß. Nee, das war nicht, das war die 33. Nee, ist auch nicht die Nummern. Ich bin jetzt wirklich 6 Minuten zu früh ins Spiel gestorben. Zweiter und 11, Fallübergabe an den Mann mit der Nummer 30 und er kommt für etwa 6 Yards davon. Das ist Sandro Platzkummer, der Mann, der 2 der 5 Touchdowns im Halbfinale gegen das Team aus Dänemark beigesteuert hat. Die Touchdowns ja relativ gut verteilt. 2 Touchdowns von Sandro Platzkummer und 2 von Anton Wegan, die beiden Running Backs. Und einer dann nochmal via Pass von Bernhard Seikowitz. Und dann gab es noch einen Touchdown nach einer Defense-Aktion. Also rundum gelungener Auftritt im Halbfinale von Team Österreich, die ja auch einiges zu verlieren haben. Sie sind der Titelträger, der Titelverteidiger, wenn man so will. Dritter und kurz, 2 Yards, maximal 3 zu gehen. Bernhard Seikowitz hat den Ball, wirft den Pass, der ist vollständig auf den Mann mit der Nummer 2, Lionel Misangomukini. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hat das gereicht zum First Down? Ich glaube, es hat. An der 1:42. Jetzt haben wir erstmal einen Unfall da drüben an der Kette. Ein Mann zu Boden getackelt, aber auch das wird wieder in den Griff zu bekommen sein. Erster Versuch an der 42 für Team Österreich. Bernhard Seikowitz in der Shotgun, hat den Ball, wirft den vollständiger Pass auf den Receiver mit der Nummer 80. Und das ist Fabian Abfalter von den Zwarco Raiders Tirol. Die Deutschen mit einer 4-2-5 und die Deutschen, die eben, also das hätte auch schon vorher getackelt werden können, vielleicht müssen, also die machen Druck. Genauso druckvoll aber auch die Offense von Österreich, da ist kein Federlesen, ganz schnelle Pässe von Bernhard Seikowitz. Gefällt mir gut bis hierhin, zweiter Versuch und 6 Yards zu gehen, wir sind mittlerweile an der 46. Aber es könnte physisch werden, so wie die ersten Plays aussehen. Quarterback mit Zeit, aber überworfen, incomplete. Seikowitz mit dem Pass für Nikolaus Knees. Und wir haben jetzt den dritten Versuch. Das Ganze hat bis hierhin etwas mehr als 2 Minuten gedauert. Wir spielen ja bei den Junioren 4x10 Minuten. Für die, die das bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, 4x10 Minuten die Quarter. Jetzt noch 7 Minuten 53 in Ersten. Bernhard Seikowitz wieder in einer Pistol Formation. Da kommt Druck, abgepfiffen. Der Running Back war einfach ein Stück zu früh. Also geht es da 5 Yards zurück für die Österreicher. Hauptschiedsrichter Arnold Baus. Und damit haben wir dann den dritten Versuch und 11 wieder zu gehen. Dessen Schiri-Mikro nicht funktioniert. Die anderen Umpire, Serge Montmartier, Headlinesman Olivier Lebro, Linejudge Thomas Sieger, Sidejudge Patrick Kunkeler, Fieldjudge Kim Larsen, Backjudge Frank Rasmussen. Also französisch-dänische Crew mit niederländischen Hauptschiedsrichter hier im Finale. Und dritten und lang für Österreich. Sandro Platzkummer, der Running Back der Österreicher, hat sich jetzt eher auf die linke Seite von Bernhard Seikowitz konzentriert, kriegt auch den Pass, aber da kann er nicht viel draus machen. Doch, an dieser Stelle löst er sich aus dem ersten Deckel. Hat zumindest erstmal nicht für den First Down gereicht. Da ist noch viel Platz. Mal gucken, was die Flagge sagt. Da gab es ein Duell zwischen der österreichischen 73, Sebastian Schau, und der französischen und der deutschen 5, Mats Peters. Deutschland, das andere Frankreich. Wir warten auf den Call vom Hauptschiedsrichter. Keine Flagge. Keine Flagge, gut. Damit haben wir den dritten gesehen. Gültiger Pass, aber weit entfernt von einem neuen ersten Versuch. Damit 4. und 7. Seikowitz auch der Panther bei den Österreichern. Und wir sehen bei noch 7 Minuten 27 den ersten Punt des Spiels. Beides weg. Sehr hoch. Maniema bleibt da weg vom Ball. Der Ball kullert über die 20. Also schon mal sehr, sehr überzeugender Auftritt der deutschen Defense.
Jetzt kommt die große Frage, was macht die deutsche Offense? Wir werden es sehen. Die deutsche Offense, die im Halbfinale 2013 keinen Stich gesehen hat. Und die daraus ihre Lehren gezogen haben will. Gegen Frankreich sah das ganz gut aus, allerdings müssen wir das mit Frankreich heute ein bisschen relativieren. Also seit heute. Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, Jan Weinreich von den Cologne Crocodiles. Im Backfield Jerome Manjema von den Schäbischer Unicorns. Der bekommt auch den Ball und wird sofort getackelt. Oh, hallo. So viel zum Thema, das wird physisch. Da frage ich mich, wo diese vier Verteidiger da so schnell hergekommen sind von den Österreichern. Gut, ein Yard hat er geschafft, aber dann ging es halt nur noch zurück. Geschafft stimmt in dem Fall aber mal so richtig. Er kämpft. 2009. Die Defense-Rufe hier von den österreichischen Fans. Piste, keine Piste. Ein Teil in rechts, zwei Receiver links, einer rechts, eins. So, Pass über die Mitte, complete. Und der ist unterwegs und das könnte der Touchdown werden für die Nummer 8, für einen Russell-Born, aber wird noch eingeholt. An der Nummer, an der 25-Yard-Linie. Touchdown-Saving-Tackle von Max, der Nummer. Maximilian Zangel, Nummer 4 von den San-Uwe Dragons. Da fehlte mir ein bisschen der Endspeed bei Amon-Ra St. Brown, aber zumindest mal das Big Play und damit auch die Feldposition komplett verschoben. Komplett. Erster und 10 in der 24-Yard-Linie für Team Germany. Also die österreichischen Fans sind jedenfalls wach. Zwei ist hier rechts, einer links. Und Weinreich ändert nochmal den Spielzug. Snap ist erfolgt. Der nächste Pass auf die linke Seite. Tief zu weit gedacht für Fabian Schmidt von den Schwäbisch Hall Unicorns. Was dem geneigten Zuhörer, Zuschauer auffallen wird, wir rotieren bei den Deutschen viel mehr durch die Teams als bei den Österreichern. 19 Teams im deutschen Roster vertreten. Fumble beim Snap, Manjema wirft sich drauf und das ist dann Raumverlust. Dritter Versuch und 13. Das sind natürlich die Fehler, die dir nicht passieren dürfen. Vor allem, ja. wenn du da stehst, wo du stehst, also in aussichtsreicher Position eigentlich. Sagen wir mal so, auch Österreich ist jetzt langsam im Spiel und auch Betriebstemperatur auf Seiten der Defense. Ja gut, aber also Fumble beim Snap ist ja wirklich was. Da musst du einfach konzentriert rangehen. Ja, der Ball ist nass, aber das darf dir halt im Finale nicht passieren. Pistol-Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Der Shovel Pass auf Manjema. Der kommt da nicht vorbei, macht 4 Yards, kommt an die 24-Yard-Linie und das Field Goal-Team kommt aufs Feld. Das wird ein 41-Yard-Field Goal-Versuch. Einer von den Hamburg Young Huskies auf Seiten der Österreicher, nämlich Jan-Philipp Mombeck, war dann der am Ende endgültig im Weg stand bei diesem Laufversuch. Beziehungsweise waren 43 Yard Field Versuch, da wo sich der Kicker aufstellt. Der Snap ist da, der Hold ist da und der Kick ist geblockt. Und wir haben einen angezeigten Touchback. Damit auch Deutschland. Keine Punkte aus dem ersten Drive, obwohl es vielversprechend aussah, als was das Österreich gemacht hat. Für meine Begriffe schuld des Kickers. Der hat da einfach zu lange gewartet mit dem Anlauf. Der muss eigentlich anlaufen, wenn der Ball beim Snap in der Luft ist. Und er hat gewartet, bis der Ball stand und dann war die Blocks halt da. Paul Jung, ist das also richtig? Er hätte dort locker eine Sekunde eher loslaufen können. Das heißt also, Team Österreich wieder mit einem neuen ersten Versuch. Wir stehen an der eigenen 24. Bernhard Seikowitz wieder weit hinter seiner O-Line, übergibt den Ball jetzt an den Running Back. Der kann das erste Tackle lösen oder kann sich daraus lösen, brechen, wird aber dann von vielen, vielen Deutschen zu Boden gebracht. Raum gewinnen, vielleicht 4 Yard. Eher 5. Ja, müssten 5 sogar sein. Ja. Die ersten Tackles müssen halt sitzen. Darfst halt nicht nochmal 2-3 Yards abgeben. Es gilt für beide. Dann wären es nur 2 gewesen. Zweiter Versuch und 5 zu gehen. Schnelles, frühes Bewegen da auf Seiten der Defense. Dieser Pass kommt an auf die Nummer 2. Großartiger Pass von Danat Seikowitz. Wieder vollständig auf Lionel Misangumukini
von den Danube Dragons. Das haben wir vorhin schon gesehen. Wieder schön auf die linke Seite gezogen, war lange in der Luft. Trotzdem gut gecatcht an der Seitenlinie. Neuer erster Versuch und wir sind mehr oder weniger genau an der, nee, sind wir noch nicht. Wir sind an der 45. Wollte gerade sagen, Mittellinie, da braucht es noch einen Schritt. Und jetzt ist der Running Back diesmal unterwegs und der hat viel Platz. Der Mann mit der Nummer 28, der schon zwei Touchdowns im ersten Spiel hier gegen Dänemark aufs Scoreboard gebracht hat. Anton Wegan mit den ersten Punkten für Österreich. Das ging jetzt aber verdammt schnell. Ein 55-Yard-Touchdown-Lauf. Die ersten Verteidiger umkurvt und dann war da kein Deutscher mehr, der ihn aufhalten konnte. Und dann zieht er unberührt in die rechte Ecke der Endzone. Zu Punkten, 6-0. Und wir gucken uns noch den Point After Touchdown an. Auch der ist gut. Von Mann mit der Nummer 31, Florian Baumgartner. Und wir halten fest, erster Touchdown, Führung 7-0 für Österreich. Herbert Dämpfer für die Hoffnungen der Deutschen. Der Titelverteidiger macht ernst. 7-0, 4 Minuten noch zu gehen. Ja, das Big Play zum Score. Halt das, was Deutschland eben nicht geschafft hat. Ja, da, weil eben der Endspiel fehlte. Hier war der Endspiel, da war da. Bis zum Schluss da, genau. Also das könnte man schön erkennen, diesen Unterschied, auch als vielleicht noch Football-Laie. So oder so, wenn man Fan des österreichischen Teams ist, war das schön anzusehen. Die Deutschen müssen sich jetzt aber einfach mal nur kurz schütteln. Das war ja nicht so schlecht im ersten Drive. Auch auf Seiten der Defense im ersten Drive der Österreicher. Daran muss er wieder anknüpfen und genauso wie es gesagt wurde, das erste Tackle muss sitzen. Und so eine Lücke darf er dann nicht reißen lassen. Also, jetzt Kickoff von Team Österreich. Das ist wieder Anton Wegan, der den Kick jetzt gleich ausführt. So, Ball aufgenommen von Manjema an seiner 10-Yard-Linie. Die 20, die 25, die 30 und der ist unterwegs, hat er noch den Kicker vor sich. Und wird von ihm gestoppt. Ja, und das sind halt die Unterschiede. Aber großartig zu sehen. Hast du das gesehen? Wie der Kicker einfach da steht und wartet. Der läuft nicht links, nicht rechts. Lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Sieht den deutschen Returner nur auf sich zurennen. Und macht das, was nötig ist. Das ist erfolgreich. Trotz alledem, gute Ausgangsposition für das deutsche Team. Schon in der Hälfte von Österreich. Schöner Return, muss man erstmal festhalten. Genau, also das ist auf jeden Fall schon mal direkt wieder eine gute Ausgangsposition fürs deutsche Team. Eben standen sie an der 25, jetzt stehen sie an der 37. Muss halt dann aber auch aus seinen Chancen was machen. Es ist ein EM-Finale und da darfst du dir zu viele wieder nicht erlauben. Jetzt hat er die nächste Chance für die deutsche Offense. Handoff an Govo von den Cologne Crocodiles läuft durch die Mitte für 4 Yards. Zweiter Versuch und 6. Weinreich bekommt die Signale von außen von Quarterback-Coach Frank Rose, der per Funk verbunden ist mit Sven Gloss, der hier oben in der Box sitzt, der Offense-Koordinator der deutschen Nationalmannschaft. 3 Minuten und 25 noch im ersten Viertel. Das ist die Formation, zwei Spieler rechts, einer links. Lauf über die rechte Seite, aber da gibt es keine Lücke für Govo. Ein Jahr Traumverlust, dritter und sieben. Und weil es im Chat gerade angesprochen werden, vom Kicker gestoppt zu werden, ist nicht schön. Man muss dazu sagen, also die Österreicher haben keinen dedizierten Kicker. Das war ein Running Back, der da getackelt hat. Also das war Anton Wegan, wenn ich es richtig gesehen habe, 29. Richtig, richtig. Egal, ist trotzdem nicht schön. Macht es nicht besser. Aber der hat, wie wir das beschrieben haben, das sehr clever gemacht. Dritter Versuch und sieben. Das ist zum einen, ich würde nur darauf hindeuten, das ist einer, der von der Position her eher mal Feinkontakt kennt, als die reinen Kicker, die da ja eher selten mit konfrontiert sind. Weinreich mit dem Pass über die Mitte, incomplete. Vierter Versuch und sieben und ich könnte mir vorstellen, dass Deutschland das jetzt ausspielt. Der Ball ein bisschen zu lang gedacht für die Nummer 81. Und der ist da in Christoph Gomkotte reingerannt, regelrecht. Von den Vienna Vikings. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Aziz Rebai, weil er gedacht hat, Receiver für den Crocodiles, also der Mitspieler von Jan Weinreich.
Die Crocodiles sind die Mannschaft, die am meisten vertreten ist in diesem Jugend-Nationalmannschaftskader. Quick Kick von den Deutschen. Die Österreicher haben keinen Returner. Der Ball kullert an die 5, an die 4. Und damit also schlechte Ausgangsposition für Team Österreich. Also 4. und 7 hätte man ausspielen können in der 35. Auf der anderen Seite, ne? Wenn du aber natürlich den Ball an die 4 bekommst und du weißt, dass jemand das kann bei dir, dann natürlich die Option nehmen. Was des Öfteren passiert bei Panzer in der 35, dass der Ball halt direkt untouched in die Endzone kullert und dann hast du am Ende 15 Yard netto Punt und dann fragst du dann schon, wieso. So ist es natürlich eine denkbar schlechte Ausgangsposition für Österreich, die jetzt hier mit ihrer Offense auf dem Platz sind. Erster Versuch an der eigenen 4. Bernhard Seikowitz, der Quarterback, steht mittlerweile in der eigenen Endzone, schaut, guckt, hat wieder seinen freien Receiver, der geht aber diesmal dann daneben. Zweimal hat es geklappt auf seinen Receiver, Lionel Misamonvini, diesmal nicht. Ja, aber da hat nicht viel gefehlt. Er hat immer eben noch beide Hände ranbekommen. Die Fingerspitzen waren dran, ja. Und das in der Deckung, also von daher. Also schon eine deutlich andere Qualität zum Spiel, was wir hier 14 Uhr erlebt haben. Auch was das Passspiel angeht, gerade von den Österreichern hier. Zweiter Versuch, immer noch 10 zu gehen. Mittlerweile wieder Sandro Platzkummer als Running Back auf dem Feld. Er bekommt jetzt auch den Ball, hat die erste Lücke, hat die zweite Lücke, kann sich wunderbar durchtanzen. Das reicht schon mal locker für ein neues Touchdown und noch jede Menge mehr. Also jetzt haben sie wieder große Lücken aufgerissen. Mittlerweile dann der Ball gespottet an der 29-Yard-Linie. Nein, die 30, genau. Das ist die 30, ja. Und wir sehen wieder Anton Wegan als Running Back bei den Österreichern. Er bekommt den Ball nicht. Oh, da hat der Verteidiger gepennt. So, Complete Pass auf die Nummer 19, auf Janik Meyer. Da hat aber Marius Riepe nicht aufgepasst. Also das ist schon sehr, sehr Das geht jetzt zu schnell. Bemerkenswert. Für die deutsche Defense. Und wir haben einen neuen ersten Versuch. Wir sind mittlerweile in der Hälfte der Deutschen. Schnelle Bewegung hier, schneller Pass auf der die Außennetz, viel zu weit. Kurzes Durchatmen auf Seiten der deutschen Defense. Das müssen sie jetzt in den Griff kriegen. Also es ist natürlich großartig von Österreich, dass sie beide Seiten in Sachen Offense gut beherrschen und auf beides zurückgreifen, damit alles wunderbar auseinanderziehen. Man kann sich nicht auf Lauf oder Pass konzentrieren. Und sie spielen nur Huddle und setzen damit Deutschland unter Druck. Eine Minute 52 noch. Zweiter Versuch und 10 an der 43-Yard-Linie. Ballübergabe jetzt wieder an Sandro. Platzkummer, der kommt nicht weit vor. Raumgewinn, dann vielleicht effektiv ein halbes Yard, ein Yard. Sandro Platzkummer, AFL-Spieler of the Week. Also Play of the Week, Woche 11 in der Herrenliga in Österreich. Die Österreicher, die keine U19-Liga mehr haben, nur noch U17 und ab da geht es dann zu den Herren über zweite oder erste Mannschaft. Dritter Versuch, jetzt werden noch ein paar Spielzüge reingegeben. Alles schaut gespannt zur Seitenlinie der Österreicher, die Playclock ist bei 15 gleich. Jetzt drehen sich um, Sandro Platzkummer bleibt auf dem Feld. Bernhard Seikowitz steht neben ihm, wird den Snap jetzt bekommen, hat den Ball, hat wieder gut Zeit, kann hingucken und bringt den Pass vollständig an. Flagge auf dem Feld, es könnte... Romel Zangerle war an der Stelle erstmal der Receiver, der den Catch gemacht hat. Das scheint gegen Österreich zu gehen, oder? So wie die sich nach hinten bewegen. Womöglich. Oh, Shotblock. Das heißt 15 Yards Strafe und damit Dritter und 24 für Österreich. Wenn aber wir bei Sachen sind wie Fehler, die nicht passieren dürfen, 15 Yard Strafen in der Offense gehören dazu. Und wenn wir vorhin über Juniorenspieler gesprochen haben und über Quarterbacks, die in der Lage sind, schnelle und richtige Entscheidungen zu treffen, dann sehen wir hier den Unterschied zum französischen Quarterback. Das, was hier Bernhard Seikowitz macht, das ist wohl überlegt und schnell entschieden und in der Auch Regel erfolgreich. Schon in der AFL gespielt. Gibt es erstmal eine Auszeit? Genommen von den Schiedsrichtern. Ja, da stimmt was mit der Linie nicht. Ball war bald einen Meter zu weit hinten gespottet. Jetzt an der 43. Wir haben noch 55 Sekunden.
Dritter Versuch für Team Österreich wieder in ihrer eigenen Hälfte. Der Screenpass auf die rechte Seite, die Deutschen in der Verfolgung, die jetzt mal anfangen müssen zu tackeln. Vierter Versuch und 7 Yards zu gehen. Sandro Platzkummer war hier wieder derjenige, der den Catch gemacht hat. Flagge, ganz spät. Ja. Vom Umpire geworfen. Ja, die Österreicher reagieren so ein bisschen, als ob es gegen sie geht. Sie heben so ein bisschen die Schultern und sagen, wir haben da nichts gemacht. Das Foul wäre an der 43. Das Wichtige dabei ist, es ist ein Deadball-Foul, das heißt, der Down zählt und danach werden 15 Yards abgetragen. Das heißt, Österreich hat jetzt 4. und 22 und deshalb schicken sie das Punt-Team rauf. Allerdings hat er, glaube ich, die Nummer 71 gesagt? Oder 79. Ah, wollte schon sagen, den habe ich nicht, das wäre Benjamin Schmid gewesen. Punt ist unterwegs. Geht sehr hoch, relativ kurz. Ich glaube, der war im Netto nicht allzu viel, oder? Nee, der ist relativ früh ins Ausgegangen da drüben in der Teamzone der Deutschen. Also trotz und alledem bleibt bestehen. Den Drive hat sich Österreich jetzt aber selber kaputt gemacht, hallo. Das muss man sagen. Erst die 15-Yard-Strafe, aus der man zumindest einen machbaren vierten Versuch gemacht hätte, wenn man überlegt hätte, den auszuspielen, die nächste 15-Yard-Strafe. Hat es natürlich endgültig kaputt gemacht. Und wir haben bis jetzt von den Deutschen in der Offense noch nicht so wahnsinnig viel, bis auf dieses eine Big Play. Ein Big Play gesehen. Genau. 26 Sekunden noch im ersten Viertel, jetzt die neue Chance. Bisher 60 Pass-Yards, 0 Rush-Yards für Deutschland. Die jetzt wieder in der Piste stehen, 3 Receiver rechts, einer links für Jan Weinreich. Snap ist erfolgt, das ist Manjema, aber der läuft sich recht schnell fest. 3 Yards macht er. Da gibt es dann nebenbei einen etwas späten Block von Osiris St. Brown. 10 Sekunden sind es noch, das wird gleich das Ende des ersten Quarters sein. Ja, sie stellen sie zwar jetzt nochmal auf, aber die Uhr läuft runter. Wir sind bei 3, 2, 1 und Schluss im ersten Viertel. Also, fassen wir zusammen. Team Österreich führt mit 7:0 nach diesem langen Touchdown-Lauf von Anton Wigan. Diese eine große Lücke, die sie da gerissen haben in die Verteidigung der Deutschen und diese Chance genutzt haben, im Gegensatz zum Team der Deutschen, die in ihrer Offense ebenso einen sehr, sehr spektakulären langen Spielzug hatten, aber da eben nicht mehr die Booster hatten, um das Ganze dann tatsächlich noch to the house zu bringen, wie man so schön sagt. Deswegen steht es 7:0. Die deutsche Offense, die aber jetzt mal auch einen längeren Drive auf den Platz bringen muss. Einfach auch mal, um doch der Defense Zeit zu geben, zu adjusten, auch wenn das Defense-Meeting da drüben anscheinend schon vorbei ist. Pistol-Formation, 3 Receiver rechts, einer links. Snap ist erfolgt, dann noch mal Manjema, der wird wieder sofort getackelt. 3. Versuch und 7. Thomas Schaffer mit der Nummer 9 ist da sofort dran. Einer von 2 Österreichern, die an amerikanischen Highschools spielen. Lake Forest, um es genau zu sagen. Formation, 3 Receiver links, einer rechts. Natürlich genau, was Österreich will. Die Deutschen in Position zwingen, wo sie wahrscheinlich werfen müssen. Pass complete. Touchdown für Ramin Aklagi von den Crocodiles. Christoph Kellner von den Vienna Vikings ist da zwar noch dran, aber kann das First Down am Ende nicht verhindern. Der Ball liegt jetzt wieder in der Hälfte der Österreicher. Erster Versuch und 10. Formation, 3 Receiver rechts, einer links, schneller Pass auf die rechte Seite auf St. Brown, der arbeitet sich nach vorne, die 40-Yard-Linie geht
wird auch da eins ausgeschoben. Also zweiter Versuch und eins. Das war Osiris. Die beiden St. Brown Brüder, die sich von sich aus angeboten haben, selber auf eigene Kosten zu einem Schaden nach Düsseldorf geflogen sind, von Kalifornien aus, weil sie Nationalmannschaft spielen wollten. Das ist eine Formation, Double Twins, Pass auf die linke Seite, das ist der Bruder Amon Ra und der macht das First Down. Die Nummer 8 an der 36-Yard-Linie. Das sieht jetzt alles nicht spektakulär aus, aber es bewegt den Ball. Ja. Ist vielleicht auch die richtige Idee, einfach mit Basic Football, mit dem, was man richtig gut kann, solide Drives hinzulegen. Denn man kann sich ja nicht immer auf Big Plays verlassen. So sieht das aus. Beste Formation, Double Twins, zwei Receiver auf jeder Seite. Motion von Fabian Schmidt. Snap ist erfolgt. Flagge auf dem Feld. Manjema durch die Mitte. Nee, es ist abgepfiffen. Der Down wird nicht zählen. Manjema versucht sich zwar loszureißen, aber da war der Spielzug schon vorbei. Und es scheint gegen Deutschland zu gehen. Wäre also ein Fehlstart. Das wäre jetzt bitter, jetzt wo es gerade mal lief. Lange Diskussion dazu. German Formation never gets set for one second. Therefore, full start. Offense, 5-yard penalty. Man könnte auch illegal Shift sagen, aber gut. Ja, aber das wird ja normalerweise nicht abgepfiffen. Eben. Deswegen aber vielleicht ist das ja eine IFAB-Regel. Deswegen hat man es so verkauft, damit man keinen unabsichtlichen Abpfiff haben muss. Wie auch immer, 5 Yards geht es zurück für Deutschland. Piste Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Pass auf die linke Seite. St. Brown, complete. Der geht an der 33 in etwa ins Aus, Amon Ra. Das würde jetzt bedeuten, zweiter Versuch und 7, oder? Ja, 7 bis 8 zu gehen. So, bei den Deutschen funktioniert im Augenblick das Passspiel. 5 von 7 für 82 Yards. Das Laufspiel noch nicht so. 6 Läufe für 3 Yards. Das hatte man sich auf Seiten von Deutschland jetzt mal komplett anders vorgestellt. Also eigentlich andersrum. Höchste Formation, 3 Receiver Rates. Jetzt nochmal der tiefe Pass auf die rechte Seite. Und der ist intercepted. Der war auch schlecht geworfen. Intercepted von Maximilian Zange von den New Dragons. Viel zu weit in. Also der muss viel weiter nach außen an die Seitenlinie. Ja. Weil so ist natürlich der Passverteidiger in einer viel besseren Position, um den Catch zu machen. Da wollte Jan Weinreich, also entweder, man kann es jetzt so sagen, er wollte zu viel, weil er den Touchdown wollte, aber dann auch zu wenig, weil er einfach zu wenig Druck hinterm Ball war. Österreich startet jetzt mit einem neuen ersten Versuch wieder da, wo sie vorhin ihren Drive schon gestartet haben. 5 Yards vor der eigenen Goal-Line. Gleichwohl haben sie mehrmals bewiesen, dass sie sich auch aus solchen engen Situationen durchaus befreien können. Und sie haben die Führung im Rücken bei 7 Minuten 31. Gehen jetzt aufs Feld. Bernhard Seikowitz, wieder der Quarterback. Hat Sandro Platzkummer als Running Back hinter sich. Soll ein Pass werden. Und er kommt auch an. Großartiger Pass. Der reicht locker für ein neues First Down mit. Für den Mann mit der Nummer 28, wenn ich es richtig gesehen habe, Alexander Hertel. Und ich glaube, locker ist auch das Stichwort. Das sieht entspannt aus, was die Österreicher hier machen. Ja. Ne, es war die 29. Also wieder Anton Legan mit dem Catch. Viel Bewegung hier in der Offense. Hier wird locker durchgerauscht. Das wieder ein großartiger Laufspielzug, wieder von Sandro Platzkummer, reicht für ein neues First Down, Ball wird gespottet an der 40. 41 ist es fast. Die Defense der Deutschen muss sich vor allen Dingen mal was einfallen lassen, weil die haben jetzt schon 190 Yards abgegeben nach anderthalb Quarter, nicht mal. Bernhard Seikowitz, der Mann mit der 7. Der Quarterback von Team Österreich.
bekommt jetzt den Ball, übergibt ihn an seinen Running Back. Wieder Sandro Platzkummer. Nicht ganz so viel Raum gewinnt. Trotz und alledem ist er da ordentlich mit Druck in die Mitte reingerauscht. Und das reicht für mindestens 4 Yards, das sind 5. Warum sieht man eigentlich bei den Junioren keinen Quarterback an der Center? Es ist ja nicht nur bei den Junioren. Also ja, inzwischen gut, ja. Spielt ja fast jeder diese Spread Offense. Und da ist QB an der Center, gehört da nicht mehr dazu. Also. Nee, ne? So, wir sehen wieder die Aufstellung. Danard Zajkovic hat den Ball, hat Zeit, sucht sich einen Receiver aus, findet ihn mit der Nummer 82. Nikolaus Knees von den Vienna Vikings und es ist ein neues First Down und wir sind mittlerweile tief in der Hälfte der Deutschen. Und die Deutschen, die gar keine Antworten finden, also wie gesagt, den letzten Drive haben sich die Österreicher selbst durch Strafen gestoppt. Da sollte sich Deutschland jetzt nicht drauf verlassen, dass das jedes Mal passiert. Erster und 10 an der 37. Ball hat wieder Zajkovic und er wirft wieder einen überlegten Pass, aber der geht ein bisschen zu hoch. Landet in der Endzone von Team Deutschland. Damit inkomplett, zweiter Versuch und 10. Ja, empty backfield war das eben, da stand gar kein Running Back daneben. Exakt. Jetzt wird Personal durchgewechselt. Jetzt stehen Anton Wegan und Sandro Platzkummer beide auf dem Feld. Playclock ist bei 15. Den Ball hat Bernhard Zajkovic und er gibt ihn an Sandro Platzkummer und der schafft es für vielleicht 4 Yards nach vorn. Dritter Versuch und 6. Also da in der Mitte ist die deutsche Verteidigung jetzt ein bisschen weniger anfällig. Dritter Versuch und 6 für Team Österreich, schon tief in der Hälfte. Der Deutsche, der ist intercepted. Und der hat doch keinen mehr vor mir, außer... Doch, den Quarterback. Platzkummer kommt noch hinterher und der schiebt ihn ins Aus. Der nächste Fehler der Österreicher. Und in der Endabrechnung wird es darum gehen, wer macht hier weniger Fehler. Sie machen beide welche. Das Marius, ist ein Turnover auf jeder Seite. Marius Riepe mit der Interception, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber da haben wir eine Flagge auf dem Feld. Die könnte aber gegen die Sideline gehen. Ja, die dürfte auch zumindest erstmal die Interception nicht kaputt machen. Abwarten, weil das ist dann in etwa da, hat er ihn ja gefangen. Ja, aber da hat er den Ball, glaube ich, schon gehabt, oder? Und wissen, die Seite war es da, die Region. Kann er nicht gefangen haben, weil der Spielzug hat ja schon tief in der Hälfte der Österreicher angefangen. Quatsch, der Deutschen. Also die Interception wird in Ordnung gehen, was danach kommt, das werden wir jetzt gleich hören. Da, wo die Schiedsrichter jetzt stehen, bis dorthin hat er es geschafft. Also die 24-Yard-Linie wäre es und die Flagge liegt an der deutschen 36. Die Schiedsrichter besprechen das noch. Wenn wir hier mal auf die Totale gehen, da sieht man die Flagge da hinten liegen. Hören wir rein. Keine Flagge, oder? Ah, nee, mit dem Mikro. Sideline Interference. Team Germany. 15-Yard Penalty. Da wird wohl einer auf den Platz gelaufen sein vor lauter Jubel oder ist halt in diese, nicht auf den Platz, sondern in diese Zone zwischen Teamzone und Sideline gelaufen sein. Da sind ja 2-3 Meter Platz. Auch wieder einer unter der Rubrik im Finale. Solltest du dich konzentrieren, auch wenn du nicht auf dem Spielfeld bist. Genau. Das einzig Gute ist, es gibt für dieses Fall keinen Spot. Deswegen geht es vom Ende des Laufs. Okay. Und deshalb sind die Deutschen dann doch schon wieder in der Hälfte der Österreicher. Trotzdem sind 15 Yards hier am Ende wehtun können. Aber großartige Leistung von der Defense, jetzt hier wieder den Österreichern die Suppe versalzen zu haben. Das auf jeden Fall, ja. Das war ein Big Play, das sie gebraucht haben. So, und Fehlstart. Hard Count, aber da... Sind die eigenen Leute drauf reingefallen? Ich wollte gerade sagen, da hat die O-Line nicht mit gerechnet, dass da was kommt. Den sollten alle kennen. Das ist überraschend. Nein, Quatsch. In Dresden, meinst du? Durchaus gut besucht jetzt hier mittlerweile, ne? Wenn ich mal zur Seite gucke. Also die Dänen sind mittlerweile auch umgezogen und haben Platz genommen.
So, jetzt ging es weiter, 5 Yards rückwärts für Deutschland, die also jetzt erstmal 20 Yards weggenommen haben. Erster und 15, Jan Weinreich in der Piste, zwei Receiver links, einer rechts, Handoff an Govo, der kommt aber nicht nach vorne. Das ist mit dem Laufspiel, da muss in der Halbzeit ein Adjustment kommen, weil so wird das nichts. Maximilian Schuckle hatte sich da den Schnürsenkel des deutschen Running Backs vorgenommen, das erfolgreich festgehalten, nicht losgelassen, zweiter Versuch jetzt. Piste Formation, Double Twins. Snap ist erfolgt. Weinreich mit dem Pass in den Lauf. Complete auf den Receiver. Der kann sich freilaufen. Und jetzt wird er getackelt an der 24-Yard-Linie. Das ist Fabian Schmidt. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt. Dass er den Ball noch fummelt. Ja. Der hielt ihn etwas ungünstig, sagen wir es mal so. Ja. Wobei auf die Beine bezogen hätte man auch ein bisschen Angst haben können, denn der war da teilweise schon im Griff von dem Verteidiger und oben kam dann noch was dazu, aber gut. Und jetzt First Down. Haben wir einen First Down an der Stelle, wo vorhin der Interception Return geendet hat für die Deutschen bei 4 Minuten 22. Pisteformation, 3 ist hier links, einer rechts, Pass auf die linke Seite, Amon Ra mit dem Catch, St. Brown kommt etwa 8 Yards nach vorne, 2. und 2. Defense der Österreicher durchaus aufmerksam. Da waren einfach mal ganz viele ganz schnell zur Stelle verhindern, aber nicht einen großen Raumgewinn für Deutschland. Na gut, also ich meine, wenn sie jedes Mal 8 Yards machen können, werden die Deutschen sagen, danke, nehmen wir. Ja. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass es dann so einfach doch nicht ist. Ich würde das bestätigen. Zweiter Versuch und jetzt 2 Yards zu gehen. Wir sind mittlerweile an der 16. Pisteformation, Double Twins. Motion an, ja, das ist der Jet Sweep über die linke Seite an Amon Ra St. Brown an die 10. Das ist das neue First Down. Und Luis Horvath ist an der Stelle der Österreicher, der hier mehr Raumgewinn verhindert. Er verhindert aber nicht das neue First Down für Deutschland. Und damit erster und Goal für Deutschland, die hier immer noch 7-0 zurückliegen, aber jetzt ihre beste Position im ganzen Spiel haben. 3 Minuten 30 noch in der ersten Hälfte. Deutschland liegt immer noch 7-0 zurück. Du wirst wenige Chancen bekommen gegen Österreich. Die musst du nutzen. 3 Receiver rechts, einer links. Play Clock bei 10 jetzt. Und Weinreich ändert wieder noch was. Geht jetzt im Quarter, geht jetzt zum Receiver. Jetzt muss er mal auf die Uhr gucken. Wir haben noch 3 Sekunden, 2 Sekunden. Und die Auszeit kommt von den Schiedsrichtern. Beziehungsweise von der Seitenlinie, von diesen Schiedsrichtern. Peter Springwald ist sauer. Aber hallo, das kann ich verstehen. So, von wegen, Kollege, schau da einmal mal auf die Uhr, bevor du so einen Quatsch machst. Oh, da gibt es auch heftige Gespräche jetzt hier. Peter Springwald, der Jan Weinreich da mal komplett abholt und runterholt. Das war deutlich. Ja. Ich weiß zwar nicht, also ich weiß nicht, was das Problem war. Ich weiß nicht, ob es da was gab, was ob sie nicht wollten, dass er da rausgeht aus dem Spielzug in was anderes, ob sie das Gefühl hatten, er findet da gerade einen Spielzug, also auf jeden Fall irgendwas, was dem Coaching-Staff gar nicht gefallen hat. Wobei der, ich weiß ja nicht, wie das hier aufgeteilt ist, aber der eigentliche Offense-Koordinator hat dazu gar nichts gesagt, zu dem Thema der Zeit jetzt. Ja, nur, nee, also, ja, wahrscheinlich darf, wahrscheinlich kann nur Peter Springwald das Timeout nehmen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er angemeldet als derjenige, der das tut. So, erster und 10, Pisteformation. Drei ist über rechts, einer links. Jan Weinreich, Pass in die Endzone. Komplett. Und der ist drin, jawohl. St. Brown ist es, Amon Ra. Der gerne den Ball an den Schiedsrichter loswerden würde, der ist aber in einer Diskussion vertieft. Das war doch Amon, war es Amon Ra oder Osiris, weil die waren beide dort. Die Nummer 8 war es. War Amon Ra, okay, ja. Gut, also ja. Extra Punkt fehlt uns noch. 2,58 noch zu spielen. Snap ein bisschen hoch, Kick in der Luft. Der geht vorbei. Der ist gut, 7-7. Oh. Ich hätte jetzt seltsam aus, ja. Ich hätte jetzt meinen Hintern darauf verwettet, dass der daneben gegangen ist und zwar links vorbei. Okay. Aber naja. Der war ein bisschen tief, aber
Der ist tatsächlich innen vorbei. Also das kann man ja von der Tribüne tatsächlich halbwegs sehen. Verdeckt er bei den Pfosten oder verdeckt der Pfosten den Ball? Wie gesagt, ich hätte drauf schwören können, der Pfosten hätte ihn nicht verdeckt gehabt. Aber naja. Ist er Wurst, wenn der Schiedsrichter sagt, er ist drin. Es gab auch keine Beschwerden von Seiten von Team Österreich. Es ist auch tatsächlich drin gewesen sein. Für die Spannung des Spiels. 7:7, 2 Minuten 58 noch in der ersten Hälfte. Ausgeglichenes Spiel. Jetzt mittlerweile muss man es auch tatsächlich vom Spielverlauf sagen. Österreich hat stark begonnen, hat sich dann einmal den Drive selber ins Knie geschossen. Dann gab es die Interception von Deutschland, die am Ende jetzt in Punkte umgewandelt wurde. Also Big Play von der Defense. Gute Ausgangsposition für die Offense und die nutzt die Chance, von denen es, du hast gesagt, in diesem Spiel nicht so wahnsinnig viele wird geben. Vor allen Dingen ist Deutschland im Plan, denn sie kriegen ja den Ball zu Beginn der zweiten Hälfte. Also wenn sie die Offense der Österreich nochmal stoppen können, dann sowieso. Aber selbst wenn man jetzt nochmal Punkte bekommt, ist immer noch alles okay. Exakt. Kick ist unterwegs, wird aufgenommen. Von den Österreichern fast seiner eigenen Grundlinie, ist jetzt unterwegs der Returner und der hat eine Menge Platz am Anfang, wird dann aber an der 30 oder sagen wir mal an der 29 gestoppt. Sandro Platzkummer. Ja, und Deutschland muss halt eine Lösung fürs Laufspiel finden. St. Brown, der eine Lauf, das waren 6 Yards, die deutschen Running Backs aus 6 Läufen, 1,3 Yards im Schnitt. Ja, das du wirst gegen Österreich nicht gewinnen, wenn du nur wirfst. Die deutsche Verteidigung wiederum ihrerseits hat zumindest eine Antwort im letzten Drive auf das Passspiel gefunden. Mit der Interception an dieser Stelle. Mal sehen, was jetzt kommt. Mit der Einschränkung, dass er davor schon ein bisschen über den Platz geprügelt wurde. Danard Zajkovic ist jetzt als letzter aufs Feld gekommen, gibt den Spielzug rein ins Huddle. Die Playclock mittlerweile bei 10 Sekunden. Das hat also jetzt ein bisschen gedauert, haben sich die Zeit genommen, die sie dafür brauchen. Jetzt sind wir bei 5 Sekunden. Pünktlich noch den Ball bekommen und losgeworden. Wiederum an Sandro Platzkummer, wenn ich das richtig gesehen habe, der für 4 Yard mindestens übers Feld geht. Und es hat wieder bis zum dritten Tackle-Versuch gebraucht, genau, bis sie stoppen. Ja. Der erste Tackle-Versuch hätte vielleicht ein Yard Raumgewinn zugelassen. Der zweite 3 und der dritte war es dann für 5. Ja. Eigentlich waren das 4:4. Ja. Anton Wegan war es, der Running Back. Sandro Platzkummer ist gar nicht auf dem Feld für den Moment. Es wird wieder viel kommuniziert bei den Österreichern mit der Seitenlinie. Playclock bei 20. Wir spielen ja hier mit 40 Sekunden. Den Ball hat Bernhard Zinkowitz, wirft den Pass, der ist zu flach. Oder zu kurz, sagen wir es so. Zwei Minuten und 12 noch im zweiten Viertel. Und wir haben mittlerweile jetzt den dritten Versuch und 5 Yards für Team Österreich. Wobei es fast aussieht wie 6. Wieder empty Backfield jetzt für das Team Österreich. Bernhard Zajkovic steht da alleine. Immer noch Kommunikation. Wir sind wieder bei 15 Sekunden. Da muss er noch um sein eigenes Spiel drumherum gucken, um zu verstehen, was ihm da von der Seitenlinie reinkommuniziert wird. Jetzt hat er den Ball, hat wieder Zeit, wirft den Pass. Der ist wieder incomplete, wieder zu kurz. War wieder gedacht für Lionel Misangumukini. Und damit trennen sie sich bei 2 Minuten wiederum vom Ball. So viel zum Thema. Die Deutschen sind im Plan. Jetzt sind sie über Plan. Jetzt sind sie richtig drin, ja. Wer nicht im Plan ist, ist der vordere Kettenstick. Der sollte mal seinen Lollipop zu uns drehen, damit wir den auch sehen können. Aber gut. Ja, der zeigt es nach außen. Da reden wir in der Halbzeit mal drüber. Wenn Zajkovic werfen will, rechts ist Platz, ne? Oh, der wird überworfen und Zajkovic wird den Ball nicht los, wird rausgehen und kickt den Ball noch gerade weg, aber der Ball kommt an der 20 runter und geht an der 26 ins Aus. Also das absolute Desaster hat er verhindert. Es bleibt dabei der nächste Fehler von Österreich. So ist das. Das zweite Viertel definitiv nicht das ihre. Nee. Erst. Gut, das war am Ende des ersten Viertels, wo sie sich den wunderbaren aussichtsreichen Drive selber mit Strafen, mit Fouls kaputt gemacht haben. Das Ding ist halt, die Fehler passieren immer früher, also immer weiter hinten. Ja. Vorhin waren es die Strafen in der Hälfte der Deutschen, dann der Interception Return, jetzt das. Keine Ahnung, was da los ist, weil das ist ja alles Unforce eigentlich. Ja, den Deutschen. Der Snap auf jeden Fall und die einzelnen Dinger ja auch. Ne? So, Deutschland jetzt also wieder an der 27-Yard-Linie. St. Brown mit dem Jet Sweep, der wird sofort gestoppt. 2. und 10. Maximilian Schuckler hat da sofort den Braten gekrochen.
von den Graz Giants und bringt den deutschen Running Back da ganz schnell zu Fall. Den Deutschen bleiben jetzt noch 1:40, die Uhr läuft. Wir haben übrigens noch 2 Auszeiten. Ja, Österreich hat noch 3. Sie lassen sich aber natürlich jetzt Zeit, weil sie nicht wollen, dass Österreich mit irgendwie Zeit auf der Uhr wieder an den Ball kommt. Pisteformation, Double Twins, Snap ist Erfolg. Weinreich, der Pass auf St. Brown. Der erste Block sitzt halt nicht. Und da wird St. Brown sofort abgeräumt und das Ganze im Feld. 3. und 10. Mal schauen, ob irgendwer seine Auszeiten zückt. Nein, keiner von beiden. Können wir uns schon langsam mal darüber Gedanken machen, ob die Deutschen aus der Position ein Field Goal schaffen würden. Das haben sie vorhin probiert. Das wurde geblockt. Ja. 3. Versuch und 10. Wir sind immer noch an der 27. Und denk an den Extrapunkt, der war auch total flach. Also ja. Das würde der nächste Block sein. 50 Sekunden noch. Nächste Formation. 3 Receiver rechts, einer links. Weinreich. Pass auf die linke Seite auf St. Brown. Complete. Das reicht für First Down 15. Die Uhr hält erstmal an, wird dann weiterlaufen, wenn der Ball freigegeben ist. Jetzt müsste man auf deutscher Seite mal anfangen, über Auszeiten nachzudenken. Peter Springwald nimmt keine. Jetzt ins Huddle zu gehen, ist jetzt nicht unbedingt die beste Option, aber gut. 35 Sekunden, Uhr läuft. Peter Springwald macht schon Zeichen an der Seite. Hier, Leute, es muss schneller gehen. Pistol, Double Twins. Snap ist Erfolg. Weinreich, Pass auf St. Brown, im Feld getackelt an der 7. Jetzt muss die Auszeit kommen, jetzt kommt sie auch. Aber jetzt wirft er sich wirklich auf St. Brown fest, aber im Augenblick klappt es ja. Trotzdem, das ist vielleicht ein bisschen einseitig. Solange es funktioniert und die Österreicher darauf zumindest keine andere Antwort haben, als dass sie dann einen Run-After-Catch verhindern. Auf der anderen Seite, wir sagen hier, das wird nicht klappen mit nur ein paar Spielen gegen Österreich. Jan Weinreich, 12 von 15 bisher für 139 Yards. Das war amtlich. Vielleicht ist es ja heute genau das Mittel zum Sieg, ne? Wer weiß. Ja, du hast lang genug darauf rumgeritten, mit Recht, dass das Laufspiel nicht etabliert wird, also muss es am Ende halt der Pass sein. Ja, weil seit 6 Wochen, in denen ich in Kontakt bin mit den deutschen Coaches, mit den Offense-Coaches, wird mir erzählt, ja, wir haben es letztes Mal mit Pass probiert, da sind wir total untergegangen, wir versuchen es mit Power. Gut. Ja. Hat ja im ersten Spiel auch geklappt, aber das war ein anderer Gegner. Vielleicht ist es aber deshalb diese Einstellung, ja. Also vielleicht ist es heute sogar so, dass man mit dem Passspiel dem Lauf erst die Chancen öffnet. Wer weiß. Ball liegt so oder so an der 8-Yard-Linie. 2. Versuch. Am Ende kann man sich das ja schön reden, wenn es geklappt hat. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Ich werde am Ende, weil es funktioniert ja tatsächlich. Ja. Also da sind wir ja weit von dem, was Frankreich uns geboten hat. Nichtsdestotrotz, es verwundert. Ja, weil die down. Ausrichtung war eine komplett andere. Pistol-Formation, Weinreich, Pass, Call, incomplete. Der ist incomplete, schade. Ich wollte gerade noch sagen, neues First Down wäre noch möglich. Da muss man sagen, der Pass war genau ins Fenster geworfen für Aziz Rebai. Aziz Rebai war genau da, wo er hin musste, aber die Passverteidigung von Christoph Gumköte, die war richtig gut. Ja. Also auf beiden Seiten muss man da loben. 18 Sekunden noch. Der Ball. Also das ist tatsächlich ein Spiel auf hohem Niveau. Ja. Endlich mal. Von beiden. Finally. Beste Formation. 3 Receiver rechts, einer links. Handoff nur angetäuscht. Pass auf die linke Seite für Manjema. Incomplete. So, da hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, ein Field Goal zu kicken. 13 Sekunden hätten wir noch. Da muss man sagen, aus Sicht von Team Deutschland, da musst du jetzt auch treffen, weil du willst einfach diese Führung in die Halbzeit nehmen. Genau. Allerdings ist das weiter weg als der Extrapunktversuch und der war, wie gesagt, alles andere als souverän. Das aber wir schauen jetzt mal. 27 Yards. Snap ist da, Kick ist unterwegs, der die passt. Höhe hat er und der sieht gut aus und ist es auch. 10:7 für Deutschland, 9 Sekunden vor der Halbzeit. Also nehmen wir den Faden auf, den Thomas vorhin gemacht hat, von wegen im Plan sein. Nochmal die letzten 2 Minuten richtig gut genutzt für Team Deutschland. Ja. Erstmal den Angriff von Österreich vereitelt. Und wenige Sekunden vor Schluss die Führung. Da wäre zwar durchaus auch, das muss man mittlerweile schon sagen, fast mehr gewesen. Also Österreich hätte eigentlich aus der Dominanz im ersten Viertel und in den ersten 2-3 Minuten des zweiten mehr als 7 Punkte machen. Nee, ich meine jetzt gerade eben für Deutschland. Da war auch durchaus ein Touchdown. Da war mehr drin, ja. Aber das Wichtige ist für Deutschland, sie haben Punkte gemacht. Wie gesagt, Österreich hätte mehr draus machen müssen, weil am Anfang
klickte die Offense wirklich gut. Ein Drive haben sich mit Strafen kaputt gemacht, einen mit einem Turnover. Jetzt ein, okay, kann passieren für ein Out, da darfst du aber den Ball nicht so, da darfst du den Panther nicht überwerfen. Also ja. Drei Fehler Österreich, zwei Deutschland. Bisher, muss man sagen, für Deutschland läuft es nach Plan. Squib Kick. Jetzt fängt die Uhr an zu laufen. 9 Sekunden waren es noch. Ach, das Tackle jetzt aber nicht vergessen. So ist es passiert. 4 Sekunden noch. Mal schauen, ob Österreich was riskiert. Ich tippe mal auf Abknien. Romit Zangerle war jetzt gerade der Returner, der ganz kurz Probleme hatte, den Ball erst aufzunehmen, dann noch einen kurzen Return versucht hat, aber das hat nichts gebracht. 4 Sekunden haben wir noch auf der Uhr und dann geht's in die Halbzeitpause. Und die Österreicher knien ab. Und damit gehen wir in die Halbzeitpause beim Stand von 10-7 aus Sicht von Team Deutschland. Das hat am Anfang nicht ganz so danach ausgesehen. Österreich stark begonnen, aber dann viele Fehler gemacht. So, und wenn du in die Totale gehst, Thomas, dann sieht man jetzt, dass bald das über den Platz gespannt wird, damit Team Deutschland einen gewissen Sicherheitsabstand hat zu Team Austria, wenn es in die Kabine geht. Wir haben am Anfang gesehen, die sind relativ heiß. Ja. Und da will man jetzt im Kabinengang nichts riskieren, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite sollte man auch als Junioren-Nationalspieler mittlerweile wissen, worum es bei diesem Sport Jungs, geht. Das sind Jungs, die sind 17 bis 19, die sind seit einer Woche da und die hocken auf einem Haufen. Junior-Nationalmannschaftsspieler oder nicht, da könnte es trotzdem passieren, dass einer ein bisschen heiß läuft. Es reicht ja einer. Ja, hoffen wir mal, dass es keiner ist. Also, wir halten fest, Team Deutschland führt im Finale um den Europameistertitel bei den Junioren. Das Finale heute hier in Dresden. Das Wetter hält im Moment, es regnet nicht mehr. Von Gewitter sehe ich im Moment auch nichts. Wir freuen uns auf eine zweite Halbzeit. Wir sind in einer knappen Viertelstunde wieder hier bei Radio Monarchs. Einige Teams, eine Mitglieder aus allen Mannschaften der Monarchs-Schiedsrichter dabei.